haben uns gerade Battle Chasers ansehen dürfen. Ich werfe einfach ein paar Stichworte in den Raum. Dungeon Crawler, RPG-like und rundenbasierte Kämpfe. Ja, das ist erstmal irgendwie alles nicht komplett neu, aber im modernen Gewand kommt es daher. Die Farben knallig, poppig, bunt, Comic-Grafik, so ein bisschen wie wir es jetzt unter anderem gerade von Gigantic kennen. Also auf jeden Fall zeitgemäß und ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Entwickler haben gesagt, Final Fantasy war definitiv ein großes Vorbild an der Sache. Merkt man dem Ganzen auch an. Geht jetzt Ende des Jahres in die Pre-Alpha. Marktpreis haben sie mal so ganz grob mit 29,99 geschätzt. Aber kann man auf jeden Fall mal machen.